Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir beschäftigen uns heute mit mehrstufigen Zufallsexperimenten. Das heißt also mit Experimenten, die aus mehreren Stufen, das bedeutet aus mehreren Wiederholungen bestehen. Dabei schauen wir uns solche Zufallsexperimente an, bei denen sich die Wahrscheinlichkeiten durch die Wiederholung des Experiments nicht verändert. Das heißt also, das Experiment ist beliebig oft wiederholbar, ohne dass das Ergebnis von einer Wiederholung Einfluss auf das Ergebnis der nächsten hätte. Okay, du hast vielleicht schon Zufallsexperimente kennengelernt, die aus nur einer Wiederholung oder einer Stufe bestehen. Beispielsweise, wenn man den Würfel einmal wirft oder eine Münze einmal wirft und eben die Frage stellt, ob Kopf oder Zahl oben liegt. Solche Zufallsexperimente kann man nun auch mehrmals wiederholen. Dann besteht das gesamte Zufallsexperiment also aus einzelnen Teilversuchen. Das sind eben die einzelnen Wiederholungen. Ein Beispiel dafür wäre, dass wir die Münze nicht nur einmal werfen, sondern zweimal werfen. Und zwar zweimal hintereinander. Dann musst du dir natürlich die Frage stellen, welche Ergebnisse können dabei auftreten? Das heißt, wie kann mein Experiment ausgehen? Man geht dabei so vor, du wirfst einmal die Münze, notierst, Kopf oder Zahl ist oben. Beim zweiten Mal notierst du dir das ebenfalls. Wenn wir jetzt sagen, K soll für Kopf stehen und Z für Zahl stehen, dann haben wir insgesamt die Ergebnismenge, wie sie hier aufgelistet ist. Das heißt, diese vier Fälle können eintreten. Es kann sein, dass du beim ersten Wurf Kopf oben hast und beim zweiten Wurf dann wieder Kopf. Das kürzen wir dann ab mit dem Ergebnis KK, also erster Wurf Kopf, zweiter Wurf Kopf. Es kann sein, dass du beim ersten Wurf Kopf erhältst und beim zweiten Wurf dann aber Zahl. Dann kann es sein, dass du beim ersten Wurf Zahl erhältst und beim zweiten Wurf Zahl oder du erhältst beim ersten Wurf Zahl und beim zweiten Wurf Kopf. Und wenn du mal durchgehst und überlegst, dann müsste dir auffallen, dass es keine weiteren möglichen Ergebnisse gibt. Für jeden Wurf haben wir immer nur zwei Möglichkeiten. Okay, das heißt also, das ist unsere Ergebnismenge. So, wenn man jetzt also mehrstufige Zufallsexperimente hat und der zweimalige Münzwurf ist dabei noch ein sehr kleines mehrstufiges Zufallsexperiment, weil wir pro Wiederholung nur zwei mögliche Ergebnisse haben und das Experiment auch nur zweimal wiederholen. Es gibt jetzt auch sehr viel größere mehrstufige Zufallsexperimente, die man, keine Ahnung, vielleicht drei- oder viermal wiederholt und die an sich für jede Wiederholung auch mehr mögliche Ergebnisse haben. Und dann wird es sehr schnell unübersichtlich, das Ganze. Also zum einen, wenn du notieren möchtest, wie deine Ergebnismenge aussieht, das heißt, welche Ergebnisse am Ende überhaupt auftreten können. Und zum anderen wird es unübersichtlich, wenn du tatsächlich konkrete Wahrscheinlichkeiten für einzelne Ergebnisse berechnen möchtest. Und helfen kann dir dabei ein sogenanntes Baumdiagramm. Dieses Baumdiagramm hilft dir, die Übersicht zu bewahren. Das heißt also, alle möglichen Verläufe des Zufallsexperiments, also alle möglichen Ergebnisse, werden da visuell dargestellt. Und das Baumdiagramm hilft dir auch bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten für konkrete Ergebnisse. Wir wollen uns an einem Beispiel anschauen, wie man so ein Baumdiagramm erstellt und wie genau es aussieht. Wir gucken uns dazu ein Glücksrad an. Das Glücksrad habe ich hier dargestellt. Dieses Glücksrad besteht aus drei Sektoren oder hat eben drei Sektoren. Die sollen alle drei gleich groß sein. Ich habe das versucht, so einigermaßen zu skizzieren. Das heißt, wir haben einen roten Sektor, einen grünen Sektor und einen blauen Sektor. Wenn wir das Glücksrad jetzt erstmal einmal drehen, können wir uns ja die Frage stellen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, auf dem grünen Sektor zu landen oder auf dem roten oder auf dem blauen. Nun ist es so, die drei Sektoren sind alle gleich groß.
Und damit ist die Wahrscheinlichkeit dafür, in einem bestimmten zu landen, genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit dafür, in dem anderen zu landen oder in dem dritten. Das heißt also, da wir drei Farben haben, also drei mögliche Sektoren, drei mögliche Ergebnisse beim einmaligen Drehen, ist dann die Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne Ergebnis ein Drittel. Eins geteilt durch die Anzahl der, also die Gesamtzahl der möglichen Ergebnisse. Es handelt sich dementsprechend also um ein Laplace-Experiment, weil alle drei Ergebnisse eben gleich wahrscheinlich sind. Okay, das heißt, das können wir uns schon mal merken. Die Wahrscheinlichkeit dafür, im grünen Sektor zu landen, beträgt ein Drittel. Genauso die Wahrscheinlichkeit dafür, im blauen Sektor zu landen, beträgt auch ein Drittel. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, im roten Sektor zu landen, ebenfalls. So, wir wollen das Glücksrad aber zweimal drehen. Und es wird festgelegt, wenn man zweimal die Farbe Rot erhält, dann erhält man einen 5-Euro-Gutschein. Also das ist ein Gewinnspiel, das in einem Geschäft durchgeführt wird. Wenn man zweimal grün trifft, erhält man einen 10% Rabattgutschein. Und bei zweimal blau erhält man einen Schlüsselanhänger. So, uns soll es jetzt erstmal nur um die Erstellung des Baumdiagramms gehen. Das heißt, wir wollen jetzt noch nicht die Wahrscheinlichkeit für einen dieser Fälle oder sowas ausrechnen, sondern uns nur überlegen, wie können wir jetzt dieses komplexe Zufallsexperiment veranschaulichen, so dass dann auch gleich deutlich wird, welche möglichen Ergebnisse dieses zweimalige Drehen am Glücksrad haben kann. Dazu überlegen wir uns, wenn ich das Glücksrad einmal drehe, das heißt bei der ersten Wiederholung, wie viele mögliche Ergebnisse habe ich da? Genau drei, nämlich Rot, Grün oder Blau. Das heißt also, ich beginne mit dem Baumdiagramm. Das ist sozusagen mein Startpunkt. Und jetzt habe ich drei mögliche Wege. Und einen dieser Wege werde ich sozusagen einschlagen, wenn ich das Experiment wirklich durchführe. Dann erhalte ich entweder Rot, dafür schreibe ich jetzt ein R, oder Blau oder Grün. Okay, das heißt, das ist der Startpunkt. Hier sind wir dann bei der ersten Stufe des Experimentes. Wir sind bei der ersten Wiederholung. Die möglichen Ergebnisse sind Rot, Blau oder Grün. Okay, überlegen wir uns jetzt mal. Wir hätten beim ersten Drehen Rot getroffen. Okay, dann drehen wir ein zweites Mal. Welche Ergebnisse sind jetzt möglich? Ebenfalls wieder, wir landen im Sektor Rot, im Sektor Grün oder im Sektor Blau. Also die Ergebnisse bleiben auch beim zweiten Wiederholen gleich. Das heißt also, ab hier habe ich dann für die nächste Stufe nochmal drei Möglichkeiten. Entweder ich erhalte wieder Rot, ich erhalte Blau oder ich erhalte Grün. Okay, spulen wir wieder zurück zum Anfang. Was wäre, wenn ich beim ersten Drehen Blau getroffen hätte? Was würde dann fürs zweite Drehen gelten? Natürlich auch wieder entsprechend. Fürs zweite Drehen hätte ich dann wieder drei Möglichkeiten. Ich male das jetzt mal ein kleines bisschen kleiner, sonst passt es nicht mehr. Ich könnte wieder Rot treffen beim zweiten Drehen, Blau oder Grün. Wieder zurückspulen. Angenommen, ich hätte beim ersten Drehen Grün erhalten. Welche möglichen Ergebnisse hätte ich dann fürs zweite Drehen? Die bleiben dann wieder identisch. Rot, Blau und Grün. So, und das ist jetzt schon mal das Baumdiagramm an sich. Man kann jetzt noch diese einzelnen Äste hier beschriften. Das werden wir auch gleich machen. Du kannst sehen, das Baumdiagramm besteht bei uns aus zwei Stufen. Das ist die erste Stufe. Die fängt sozusagen an mit einem Startpunkt und landet dann bei drei möglichen Ergebnissen. Und dann haben wir eine zweite Stufe. Also hier haben wir die zweite Wiederholung. In diesem Fall ist es noch relativ einfach, das Baumdiagramm zu skizzieren. Wir haben nicht so viele mögliche Ergebnisse pro Wiederholung und wir haben auch nur zwei Wiederholungen. Solltest du mehr mögliche Ergebnisse haben, das heißt hier Rot, Blau, Grün, keine Ahnung, Schwarz, Weiß, Gold oder so noch haben, dann musst du halt gucken, dass du das alles einigermaßen ordentlich zeichnest. Ein Tipp von mir ist auch immer darauf zu achten, dass die Stufen auch immer untereinander ungefähr liegen. Also die Ergebnisse von Stufe 1 und von Stufe 2. Dann ist es einfach etwas übersichtlicher. Okay, das heißt also, hier können wir jetzt auch relativ einfach ablesen, welche Ergebnisse da insgesamt möglich sind. Es kann sein, ich treffe beim ersten Drehen Rot, danach wieder Rot. Dann hätte ich sozusagen das Ergebnis Rot, Rot.
Es kann sein, ich treffe beim ersten Rot, dann Blau. Das heißt, es gibt das Ergebnis Rot-Blau. Es kann sein, ich treffe beim ersten Mal Rot und dann Grün, dann habe ich das Ergebnis Rot-Grün. Und so kann man dann eben auch für alle anderen hier vorgehen und ganz leicht bestimmen, welche Ergebnisse insgesamt denn überhaupt möglich sind. Das heißt, wie hier die Ergebnismenge zu bestimmen, können wir jetzt das Baumdiagramm eben dazu nutzen. Das ist ein bisschen einfacher. Wenn man sich das nur im Kopf überlegen würde, könnte es schnell zu Fehlern kommen. Und hier läufst du einfach Pfad nach Pfad ab und kannst dann eben kein Ergebnis verpassen. So. Wenn du das geschafft hast, also hier müsste man dann natürlich weitergehen, das könnte man noch auflisten, das lasse ich jetzt mal. Jetzt können wir schon mal eine Vorarbeit dafür leisten, später Wahrscheinlichkeiten für konkrete Ergebnisse zu berechnen. Denn es würde uns ja schon interessieren, wie wahrscheinlich ist es, dass ich zweimal hintereinander rot treffe und einen 5-Euro-Gutschein abstaube. Hierbei kann uns das Baumdiagramm auch helfen. Wir gehen jetzt nämlich so vor, dass wir auch diese Pfade beschriften und zwar mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit dafür, am Ende dieses Pfades sozusagen zu landen. Und das machen wir Stufe für Stufe. Also wir überlegen uns beim Startpunkt, wir fangen an, wie wahrscheinlich ist es, wenn ich bei der ersten Wiederholung oder dass ich bei der ersten Wiederholung die Farbe Rot treffe. Das haben wir am Anfang diskutiert, die Wahrscheinlichkeit beträgt ein Drittel. Denn die drei Sektoren sind gleich groß. Wir haben also drei mögliche Ergebnisse und damit ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Wiederholung rot zu treffen, ein Drittel. Genauso ist groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, blau zu treffen beim ersten Drehen und die Wahrscheinlichkeit dafür, grün zu treffen beim ersten Drehen. Okay, dann überlege ich mir jetzt, okay, angenommen, ich hätte beim ersten Drehen rot getroffen. Jetzt überlege ich mir, wie sehen dann die Wahrscheinlichkeiten fürs zweite Drehen aus? Wie wahrscheinlich ist es, rot zu treffen? Wie wahrscheinlich ist es, blau zu treffen? Wie wahrscheinlich ist es, grün zu treffen? Und in diesem Fall ist es eben so, dass die Wahrscheinlichkeiten sich nicht ändern. Also egal, ob ich beim ersten Mal rot getroffen habe. Für das zweite Mal drehen, ganz unabhängig betrachtet, sind die Sektoren ja immer noch gleich groß. Das heißt, es ist immer noch gleich wahrscheinlich, bei rot, grün oder blau zu landen. Und entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit auch wieder jeweils ein Drittel. Das trage ich hier ein. Und genauso eben die Überlegung dann auch bei den anderen. Also auch wenn ich beim ersten Drehen blau getroffen habe, ist die Wahrscheinlichkeit fürs zweite Drehen rot zu treffen immer noch ein Drittel. Genauso auch bei den anderen Farben. So, und so haben wir jetzt also unser Baumdiagramm skizziert und mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten beschriftet. Und du siehst ja schon in der Überschrift, wir haben hier mehrstufige Zufallsexperimente mit gleichbleibenden Wahrscheinlichkeiten. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeiten von hier haben wir einfach übertragen auch auf die zweite Wiederholung. Da hat sich nichts geändert. Es ist aber nicht bei jedem Zufallsexperiment so, dass unabhängig von der Wiederholung die Wahrscheinlichkeiten gleich bleiben. Also es gibt auch Zufallsexperimente, bei denen sich die Zahlen hier dann eben ändern. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte und wir fangen jetzt erstmal eben mit denen an. Wenn du konkret erfahren möchtest, wie man dann die Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel für das Ergebnis rot-rot ausrechnet, bleibst du am besten einfach dran. Das erkläre ich dir in den nächsten Videos. Hat mich aber sehr gefreut, dass du schon mal hier mit dabei warst. Bis dann.